Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge von Beautiful Code in Python. Und heute wollen wir uns mal mit Teil 2 von unserer Schachserie beschäftigen. In Teil 1 zeige ich mal hier, das war das, was wir beim letzten Mal programmiert haben. Da haben wir das Programm so weit entwickelt, dass eben die Figuren und das Brett dargestellt werden können und man sich dann Figuren schnappt und dann eben auf entsprechende Felder zieht und eben auch das Schlagen möglich ist und so weiter. Und was wir aber bis dahin noch nicht gemacht haben, war eben die Züge überhaupt zu ermitteln. Welche Züge sind denn überhaupt möglich? Denn in diesem Programm hier werden nur die Figuren auf das Brett gestellt und ich kann sie beliebig hinziehen. Also Beispiel. Nehme ich jetzt mal, überlege ich, wie kann Weiß gewinnen? Oh, Weiß kann so gewinnen. Ja, gewonnen. Schwarzer König geschlagen. Ne, und das ist natürlich regelwidrig, was ich gerade gemacht habe. Das dürfte man eigentlich nicht tun. Aber dazu fehlt uns der sogenannte Zuggenerator. Das ist eben ein Modul, das alle gültigen Züge in einer Stellung ermittelt und dann eben sagen würde, pass mal auf, wenn hier ein weißer Turm steht, dann kann er leider nicht dahin ziehen, weil hier das weiße Pferd im Weg steht und das blockt einfach die Bewegung ab. Und diesen Zuggenerator wollen wir jetzt programmieren. Wer den letzten Teil noch nicht gesehen hat, wo wir dieses Brett und die Figuren programmiert haben, der sollte jetzt hier oben rechts einen kleinen Link eingeblendet bekommen, wo ein Link auf das Video ist, kann man sich mal anschauen. Und auf dieser Absprungbasis werden wir jetzt weiter programmieren. Und um das Ganze ein bisschen übersichtlicher zu machen, habe ich hier mein Programm Teil 49 vom letzten Mal. Und ich werde jetzt eine neue Datei anlegen. Und die nenne ich jetzt Teil 50 Schachzuggenerator.py. Und das hier wird ein Modul sein, genauso wie Pygame ein Modul ist oder wie NumPy ein Modul ist oder wie Math ein Modul ist und so weiter und so fort. Können wir jetzt eben hier in einer gesonderten Datei ein Modul programmieren, was wir dann in unserem Hauptprogramm Teil 49 benutzen können. Und deswegen lege ich hier eben diese neue Datei an in Visual Studio Code mit diesem Namen. Und dann mache ich Folgendes. Hier oben bei Teil 49 habe ich ja meine Module, die ich schon geladen habe, Pygame für die grafische Darstellung und chess.com, um mir eine zufällige Puzzleaufgabe zu holen. Und jetzt würde ich hier ein weiteres Modul importieren. Und dieses Modul heißt Teil 50 Schachgenerator. Und da mir der Name ein bisschen zu lang ist, genauso auch wie bei Pygame und chess.com, gebe ich hier ein S Zuggen mit. Und dann werden alle Module und Methoden, Funktionen, die dort in diesem Modul programmiert sind, mir verfügbar gemacht, indem ich dann halt genauso wie bei Pygame mit PG und dann Punkt und dann irgendeine Funktion, das sieht man ja hier, PG init, da greife ich dann auf diese Initialisierungsfunktion aus dem Modul Pygame zu. Genauso würde ich dann eben mit Zuggen Punkt auf die Funktionen in diesem Modul zugreifen. Und das macht das Ganze etwas übersichtlicher, denn wir werden feststellen, dass das Thema Schachzuggenerator relativ komplex ist. Das hängt einfach damit zusammen, dass die Figuren im Schachspiel sehr unterschiedlich ziehen und es gibt da eine ganze Menge an Sonderregeln, die man beachten muss. Und deswegen wird das hier ja, doch relativ umfangreich werden. Und Nummer zwei, der Schachzuggenerator ist eigentlich der schwierigste Teil in der ganzen Schachprogrammierung. Und Nummer drei, wenn man versucht, so ein Schachprogramm, wir werden ja dann später nochmal eine KI einbauen, die dann eben den besten Zug nach Möglichkeit findet, da kommt es extrem auf Geschwindigkeit an. Und der größte Zeitanteil in so einer Suche nach dem besten Zug wird im Zuggenerator verschwendet. Das heißt also, hier ist der Platz, wo wir am stärksten optimieren sollten, um eben die Geschwindigkeit des Schachprogramms zu erhöhen. Da gibt es ganz viele Methoden, wie man das machen kann. Ich habe mich jetzt aber dazu entschieden, weil ich hier in Python programmiere und Python jetzt nicht unbedingt dafür bekannt ist, die schnellste Ausführungsprogrammiersprache der Welt zu sein, habe ich eher meinen Schwerpunkt darauf gelegt, dass es verständlich ist, was ich hier mache. Denn das Thema ist auch relativ komplex. Es gibt nicht so viele Leute, die ein Schachprogramm entwickeln können. Und ich habe
jetzt gesagt, nee, das, was ich jetzt hier mache, das wird relativ einfach nachvollziehbar sein. Es kommt da nicht darauf an, das letzte Bit zu optimieren und den letzten Taktzyklus zu optimieren. Denn wenn ich das machen wollte, also wenn ich wirklich jetzt hier ein Schachprogramm programmieren wollte, das gegen etablierte andere Schachprogramme eine Chance hat, nehmen wir da nur mal als Beispiel Stockfish. Stockfish ist im Moment die stärkste Schachengine, die verfügbar ist. Sogar Open Source, kann man sich einfach so kostenlos runterladen. Und verfügbar heißt, es gibt irgendwo eine Quelle, wo man dieses Programm beziehen kann. Es gibt noch ein anderes Schachprogramm, das ist Alpha Zero von Google. Das ist aber nicht frei verfügbar. Da weiß keiner, wie man da rankommt. Ab und zu sieht man ein paar Partien von Alpha Zero, aber leider kann ich mir das nicht runterladen und auf meinem Rechner installieren. Deswegen das stärkste frei verfügbare Programm ist Stockfish. Und um gegen Stockfish anzukommen, müsste ich wahrscheinlich komplett auf C wechseln, vielleicht sogar in Maschinensprache programmieren. Aber C, glaube ich, wird ausreichen. Und dann müsste ich auch sehr, sehr viele Optimierungen durchführen, die extrem komplex sind. Also da geht es dann um sogenannte Bitboards, wie man Züge mit sogenannten Bitboards generiert. Das werden wir hier alles nicht tun. Wir haben also nicht das Ziel, das stärkste aktuell existierende Schachprogramm der Welt zu schlagen, sondern wir haben das Ziel, nachvollziehbar einen guten Zuggenerator zu bauen, der eben regelkonforme Züge generiert und das nach Möglichkeit nicht mit 400, 500, 700 Zeilen wie bei Stockfish. Bei Stockfish sind es, glaube ich, 10.000 Zeilen. Ich weiß gar nicht, wie groß der Source Code da ist, sondern eben dann auch, ja, jetzt meinetwegen der Zuggenerator 100 Zeilen maximal, ne? Also übersichtlich ist die Idee dabei. So, genug Vorrede, fangen wir mal an mit, was ist eigentlich die Herausforderung beim Zuggenerator? Der Zuggenerator soll ja gültige Züge entwickeln. Und ich habe jetzt hier mal wieder aus Lead Chess mir mal so eine Aufgabe rausgeholt und erkläre das mal am Beispiel einer Figur, nämlich des Turms. Und jetzt haben wir hier einen Turm stehen auf irgendeinem Feld. Und in unserem Programm würde das ja in unserer Position, wir haben ja eine variable Position, die enthält die ganzen Feldkoordinaten und pro Feld enthält sie die Figur, die dort vorhanden ist. Und diese variable Position enthält nur vorhandene Figuren, also nicht leere Felder. Die leeren Felder tauchen in der Position gar nicht auf, sondern nur wenn irgendein Feld besetzt ist, dann würde eben ein Eintrag hier entsprechend in der Position vorhanden sein. Mit diesem Turm auf der Koordinate hier die Spalte und hier die von oben nach unten die Zeile. Ne? Wir haben das so gemacht, dass wir die Spalten mal von 0 von links nach rechts gezählt haben, also 0, 1, 2, 3, 4 auf Spalte 4 und die Zeilen auch von 0 bis 7 von oben nach unten gezählt haben, also 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also auf Spalte 4, Zeile 6 steht der Turm. Prima. Um jetzt die Bewegung des Turms zu ermitteln, machen wir Folgendes. Wir schauen uns an, in welche Richtung der Turm ziehen kann. Der kann also nur vertikal oder horizontal ziehen. Und zwar vertikal nach oben und unten und horizontal nach links und rechts. Und wir schauen uns erstmal nur diese vier Richtungen an, wenn er ein Feld weit zieht. Und dann stellen wir uns die Frage, wenn wir von hier aus schauen, was müsste ich eigentlich an seiner Koordinate, diese 4,6, Spalte 4, Zeile 6, was muss ich eigentlich an dieser Koordinate ändern, damit der Turm hier hinspringt? Und dann sagt man, das hier ist 4, Zeile 6, das hier ist 4, Zeile 5. Offensichtlich hat sich die Zeile um minus 1 verändert, ne? Wenn er nach oben geht. Und das ist genau die sogenannte Relativveränderung der Position. Ich würde dann sagen, wenn er ein Feld nach oben zieht, dann ist die Relativbewegung in der Spalte, bewegt sich gar nichts, also die Spalte ändert sich nicht, deswegen wird die Spalte auf 0 gesetzt und in der Zeile verändert sich die Zeile um minus 1, also wird die Zeile auf minus 1 gesetzt. Und wenn ich dann diese Spalte 0 und diese Zeile minus 1 zu der aktuellen Position addiere, dann komme ich auf die neue Position. Das heißt, ich habe so eine Art Relativbewegung von
von der aktuellen Position und die heißt 0 minus 1. Wenn ich nach links gehe, dann verändert sich die Spalte um minus 1 und die Zeile bleibt gleich. Also Spalte minus 1, Zeile 0. Und das ist die Relativposition hierfür. Und dann nach rechts ist es dann die Spalte plus 1 und nach unten ist es dann die Zeile plus 1. Und das sind die vier Richtungen. Und wenn ich dann sage, ja, aber so ein Turm kann ja nicht nur ein Feld weit ziehen, er kann ja auch zwei Felder weit ziehen. Wie kriege ich dann diese Ermittlung des Feldes raus, wenn er zwei Felder weit zieht? Nun, ich nehme diese Relativposition, die ich habe. In dem Fall war es ja hier 0 minus 1 und die multipliziere ich mit 2, mit der Anzahl der Felder. Und dann kommt bei 0 minus 1 kommt dann 0 minus 2 raus. Und wenn ich 0 minus 2 zu dieser aktuellen Position addiere, bin ich da. Und bei drei Feldern nehme ich diese Relativposition mal 3, mal 4. Und dann haben wir hier eine Besonderheit, das ist jetzt hier eine Besonderheit dieser Aufgabe. Nehmen wir mal an, hier würde eine schwarze Figur stehen. Dann könnte ich diese schwarze Figur auch tatsächlich schlagen. Wenn hier eine weiße Figur stehen würde, könnte ich nur bis hierhin ziehen, ne? Also von dort aus, Ausgangsfeld, könnte ich dann nur bis hierhin ziehen, weil eben meine eigene weiße Figur den Turm blockt. Wenn es eine schwarze Figur ist, kann ich die schlagen. Was aber immer so ist, wenn irgendeine Figur hier irgendwo steht, ich kann nicht über die Figur rüberspringen. Ich kann also dann nicht dieses Feld erreichen. Deswegen tauchen hier auch auf den Punkten, sieht man eben, welche Felder erreichbar sind. Und hier wird auch das Feld besonders dargestellt, weil das hier ein Schlagfeld ist. Hier kann ich also eine Figur schlagen, weil hier dieser Stern quasi für eine schwarze Figur steht. So, und das programmieren wir jetzt mal und sagen, legen wir doch erstmal diese relativ vier Richtungen fest, die wir brauchen, um eben tatsächlich einen Zug zu generieren. Und das erste, was ich mache, ich mache mal so einen Unterstrich und dann sage ich M für Move oder Zug könnte man auch sagen. Und dann sage ich, ich möchte horizontal, vertikal. Also das ist eben quasi der Zug, den ein Turm durchführen kann. Und dann sage ich, da baue ich mir eine Liste. Und diese Liste enthält vier Relativpositionen. Und ich habe ja jetzt gesagt, das erste war nach oben zu gehen. Und dann verändert sich die Spalte nicht, aber die Zeile minus 1. Und dann sagen wir, ich möchte nach unten gehen. Dann verändert sich die Spalte nicht und die Zeile plus 1. Und dann möchte ich nach links gehen. Dann verändert sich die Spalte auf minus 1 und die Zeile nicht. Und dann möchte ich nach rechts gehen, da verändert sich die Spalte um 1 und die Zeile nicht. Und das sind die vier Richtungen für diese Horizontal-Vertikal-Bewegung. Jetzt haben wir aber nicht nur die Horizontal-Vertikal-Bewegung, jetzt nehmen wir mal die Diagonale. Auch hier Move und das nenne ich die für ein Diagonal. Und kopiere mir einfach, na nee, das mache ich, können wir auch so reintippen. Und Diagonal heißt eben nach links oben. Und nach links oben würde bedeuten, dass wir erstmal nach links gehen. Das heißt, die Spalte geht auf minus 1. Und nach oben heißt auch minus 1. Also haben wir hier minus 1, minus 1. Links oben ist minus 1, minus 1. Rechts oben wäre dann Spalte 1. Und da oben immer noch Zeile minus 1. Und jetzt sind wir links unten. Das ist dann minus 1,1. Und dann sind wir rechts unten, das ist dann 1,1. Das sind dann die vier Richtungen der Diagonale. Und dann hätten wir quasi diese Bewegung des Läufers dargestellt, der diagonal zieht. Jetzt fragt man sich natürlich, warum ich jetzt eigentlich diese komischen M, D und M, HV definiert habe und nicht gleich gesagt habe, das ist der Läufer, das ist der Turm und so weiter. Das hängt damit zusammen, dass wenn man jetzt zum Beispiel sich mal anschaut, wie die Dame zieht, die Dame ist eine Kombination aus Turm und Läufer. Kann also horizontal, vertikal und diagonal ziehen und das nutze ich einfach, indem ich dann sage, oh, ich baue mir die Bewegung der Dame mit diesen beiden Grundmustern zusammen. Und der König kann übrigens genauso ziehen. Der kann auch horizontal und vertikal ziehen, allerdings mit dem Unterschied immer nur ein Feld weit. Und so kann ich mir eben aus diesen Grundelementen zusammenbauen, wie die Figuren ziehen. Und das machen wir jetzt. Und dazu baue ich mir eine Variable, die heißt Moves. Und diese Variable ist ein Dictionary. Und die enthält erst einmal den Figurenbuchstaben, um den es geht. Nehmen wir mal an, wir fangen mal mit unserem Turm an. Wir haben ja in dem ersten Teil über Fen
eine Position eingelesen und Fan liefert uns als Kürzel für den Turm die englische Abkürzung, nämlich R für Rook, zurück. Und da sich die Bewegung für einen schwarzen Turm und einem weißen Turm gar nicht unterscheidet, können wir hier einfach sagen, ich benutze immer den kleinen Buchstaben, weil es völlig egal ist, ob es ein weißer Turm ist oder ein schwarzer Turm ist, die ziehen beide gleich. Deswegen muss ich da gar nicht drauf achten, ob es ein großgeschriebener Rook ist, das wäre ein weißer Turm, oder ob es ein kleingeschriebener Rook ist, das ist eben der schwarze Turm. So, das ist erstmal der Key, damit ich weiß, welche Figur das ist. Und dann übergebe ich ihm eine Liste. Und dann sage ich, wie viele Felder weit kann denn dieser Rook maximal ziehen von seinem Ausgangsfeld aus? Und von seinem Ausgangsfeld aus kann er maximal 7 Felder weit ziehen. Das ist das Erste, was ich hier reinschreibe. Und dann kommt die Frage, ja, und in welche Richtungen kann er maximal 7 Felder weit ziehen? Das ist dann die zweite Frage. Und da sagen wir dann, ja, das ist jetzt einfach, ne? MKV wäre dann die Antwort, nämlich diese 4 Richtungen gibt es. Hier gibt es bloß eine Besonderheit, wenn wir das so machen, wie ich es hier beschrieben habe, haben wir dann in dieser Liste eine weitere Liste, nämlich diese hier. Und das möchte ich nicht. Ich möchte in dieser Liste als ersten Eintrag eine 7 haben und da möchte ich 4 weitere Einträge haben, nämlich diese 4 Richtungen. Und das kriege ich hin, indem ich jetzt hier ein Sternchen reinsetze. Und das löst eben diese Variablen oder diese Liste auf und übergibt mir diese 4 Tupels mit diesen 2 Werten jeweils. Ne? Und da habe ich meine 4 Tupels hier drin. Das sind die 4 Richtungen, in die der Turm ziehen kann. Fein. Das war der Turm. Dann machen wir dasselbe für den Läufer. Englische Begrifflichkeit ist Bishop. Der Bishop kann auch maximal 7 Felder weit ziehen. Und der benutzt als Bewegungsmuster dieses Bewegungsmuster. Ups, MD. Und da kommt das weg. Da kommt das auch weg. Und dann nehmen wir die nächste Figur. Das ist dann der König, King. Und wie weit kann der ziehen? Ja, er kann maximal 1 Feld weit ziehen. Und welche Richtung kann er benutzen? Oh, der kann die Richtung horizontal, vertikal und er kann die Richtung diagonal benutzen. Und damit ist definiert, wie ein König ziehen kann. Und jetzt kommt die Dame, Queen. Und da kann ich mir das Ganze kopieren, denn die Dame zieht genauso wie der König, mit einem kleinen Unterschied, nicht nur 1 Feld weit, sondern 7 Felder weit. Maximal. Weil dann irgendwann das Brett zu Ende ist. Ne? Deswegen maximal 7 Felder von dem Ausgangsfeld. So, und jetzt gibt es 2 Figuren, die ich jetzt noch nicht dargestellt habe. Die eine Figur ist der Springer, Englisch Knight. Und die kann auch immer nur ja, nicht 1 Feld, aber diese Richtung, die ich hier mitgebe, das ist ja hier eine Richtung. Da ist die Frage, wie oft sie diese Richtung springen kann. Und beim Knight ist es so, der kann dann, zeige ich gleich, wie die Richtung dann aussieht, nur diese Richtung einmal springen. Also nicht zweimal, dreimal, viermal in einem Zug, sondern nur einmal springen. Gucken wir uns gleich mal an. Also 1 ist schon mal richtig. Und jetzt ist die Frage, ja, aber wie ist denn die Bewegung des Pferdes, des Springers? Und da gucken wir uns mal den Springer an. Und wenn ich hier raufklicke, dann sieht man, oh, das sind aber komische Bewegungen. Das sind jetzt die Zielfelder des Pferdes, wenn es hier steht. Und die Logik ist aber relativ einfach. Das Pferd zieht wie ein T, sage ich immer. Also wenn man von hier aus eine Linie nach oben zeichnen würde, weiß gar nicht, ah ja, doch, das geht, dahin und dann, das ist die mittlere Linie des T und dann nach links geht und nach rechts geht, dann habe ich hier ein T stehen. Ne? Unten an der Wurzel des T steht das Pferd. Und dann habe ich eben hier dieses Muster eines T. Und das Pferd kann immer von den Eckpunkten des T zu den Eckpunkten des T ziehen. Hört sich komisch an. Also von unten, von der Wurzel des T, da steht das Pferd immer,
kann es zu den beiden Eckpunkten des Ts ziehen. Ich nehme mal diese Felder weg. Das sind die beiden Eckpunkte des Ts. Dahin kann es ziehen. Und wenn man sich jetzt anschaut, was heißt denn das in Relativposition, dann würde es bedeuten, irgendwie 2 nach oben und dann 1 nach links oder 2 nach oben und 1 nach rechts. Das sind die zwei Richtungen. Das Fiese ist bloß, dieses T kann man in vier Richtungen drehen, immer um 90 Grad. Das heißt, ich kann mir auch ein T vorstellen, das sieht so aus. Und dann haben wir das T hier gekippt und dann sind das die beiden Felder, auf die das Pferd springen kann. Und dann geht das Ganze natürlich auch nach unten gekippt. Dann steht das T auf dem Kopf. Ups. Und das sind die beiden Felder, auf die das Pferd dann springen kann. Und nach links gekippt wäre dann das T so. Und dann wären das die beiden Felder, auf die man springen kann. Und wenn man jetzt mal alle Felder sich nochmal anschaut, dann hat man diesen komischen Kreis. Und das sind nichts anderes als gekippte Ts, ne? So kann man sich das vorstellen. So, und jetzt müssen wir eigentlich nur noch eintippen, wie diese Relativpositionen sind. Das sind in dem Fall sind das 8 Felder, die wir als Möglichkeiten haben. Das sind die 8 Richtungen des Pferdes. Und die tippen wir jetzt hier mal ein und sagen, okay, da kann ich leider nicht mehr auf horizontal und vertikal und diagonal bauen und mir das daraus zusammensetzen, sondern da muss ich wirklich jetzt händisch mal diese Relativposition eingeben. Und ich fange mal an mit nach oben, ne? Das T geht nach oben. Dann haben wir auf jeden und dann gehen wir nach links. Also das T geht nach oben und dann den linken Eckpunkt. Und das heißt, nach links ist auf jeden Fall 1. Und nach oben sind es immer zwei Felder nach oben bei diesem T. Das heißt also, das wäre jetzt diese Geschichte nach oben und dann nach links. Und jetzt machen wir genau dasselbe, diesmal aber nach rechts und nach oben. Und nach rechts ist immer plus 1 und nach oben ist minus 2. Und ich kürze das jetzt hier mal ab, um den Rest reinzutippen. Ja, und jetzt habe ich schon mal komplett das Pferd hier eingetippt. Ihr könnt euch das ja im Detail nochmal anschauen, aber letztendlich ist es genau das, was ich eben alles schon erzählt habe, bloß eben in entsprechende Werte umgesetzt. Prima. Die letzte Figur, die es dann noch gibt, ist der Bauer. Und den nehmen wir hier noch nicht auf. Denn der Bauer hat so viele Besonderheiten in seiner Art der Bewegung, dass wir, ich sage mal, die Bauernzüge später bekommen. Das machen wir dann erst, wenn wir unsere anderen Züge generiert haben. So, und dann bauen wir uns einen Zuggenerator. Und das wird eine Funktion sein und dieser Zuggenerator, machen wir mal so, der bekommt als Übergabe mitgeteilt, welche Seite ist denn jetzt eigentlich dran? Ist jetzt gerade weiß dran oder ist jetzt gerade schwarz dran? Denn er soll ja Züge generieren für die Seite, die dran ist. Das heißt, er muss dann wissen, ob weiß dran ist. Und er muss die Position kennen, denn er soll ja aus der Position heraus die Züge generieren. Und dieser Zuggenerator funktioniert dann folgendermaßen. Der sagt, ich habe hier eine Liste mit den Züge, und die ist erst einmal leer. Das ist eine leere Liste. Und diese Liste füllen wir jetzt irgendwie nach einer wundersamen Methode, kommen wir später drauf. Und dann geben wir diese Zugliste zurück. Und diese Funktion Zuggenerator, die möchte ich ganz gerne dann hier in meinem Hauptprogramm benutzen. Ich habe ja das Modul Teil 50 schon importiert und dann würde ich hier unten sagen, wo ich hier meine Variablen anlege. Hier sieht man zum Beispiel Printzugrecht. Hier würde ich zum Beispiel sagen, okay, meine Zugliste ist das, was ich zurückbekomme, wenn ich aus dem Modul Zug gen Punkt den Zuggenerator auswähle. Und hier taucht eben gleich als oberste Methode dieser Zuggenerator auf. Und dem muss ich Folgendes übergeben. Und zwar einmal, welche Seite ist dran, weiß, und die Position. So, und weiß als Variable soll einen Wert enthalten, entweder true, dann ist weiß am Zug, oder false, dann ist schwarz am Zug. Das ist die Logik. Und was wir hier zurückbekommen aus unserem ersten Teil, war ja, dass wir eine Position bekommen. Das heißt also, diese Position habe ich schon.
aber dieses Weiß habe ich noch gar nicht. Ich bekomme ein Zugrecht zurück und dieses Zugrecht enthält als Variable entweder den Buchstaben W für White oder B für Black. Ich möchte jetzt aber irgendwie ein True oder False haben. Und das machen wir folgendermaßen, indem wir dann hier sagen, Weiß als Variable ist nichts anderes als das Ergebnis, was rauskommt, wenn ich Zugrecht mit dem Buchstaben W vergleiche. Also Beispiel, Zugrecht ist der Buchstabe W, dann liefert mir dieser Vergleich ein True zurück und dieses True ordne ich dann diesem Weiß zu. Und dann ist Weiß am Zug, weil Weiß auf True steht. Wenn das Zugrecht auf B steht, für Black, dann ist das Ergebnis dieses Vergleichs ein False und dann wird Weiß auf False gesetzt und ich übergebe dann ein False an meinen Zuggenerator. Ja, und wenn alles gut geht, dann kann ich das hier schon mal ausüben. Und alles funktioniert wie bisher, aber es passiert ja noch nichts, weil mein Zuggenerator eigentlich im Moment nur eine leere Liste zurückgibt. Das heißt, meine Listzüge, die ich jetzt hier aufgerufen habe, ist noch leer, weil wir noch keine Logik implementiert haben. Aber alles andere funktioniert schon. Das heißt, also ich habe jetzt schon mal mein Modul eingebunden in mein Hauptprogramm und ich greife auf Methoden dieses Moduls zu. Jetzt die Frage, warum habe ich manche Sachen so mit Unterstrich geschrieben? Das ist so eine Konvention, die man in Python vereinbart hat. Immer dann, wenn man in einem Modul private Variablen oder private Module schreibt oder nicht Module, sondern private Funktionen oder Methoden schreibt, dann bezeichnet man diese Funktionen oder Variablen mit einem Unterstrich. Das hat eben den Vorteil, das haben wir eben gerade auch schon gesehen, wenn ich jetzt hier meine IntelliSense nutze, das heißt, ich drücke hier einen Punkt, dann gibt er mir ja schon Vorschläge, was alles in dieser Bibliothek, in diesem Modul vorhanden ist an Methoden, auf die ich zugreifen kann oder an Funktionen oder an Variablen. Und die Sortierung ist so, dass zuerst immer die Sachen kommen, die nicht mit einem Unterstrich versehen werden. Und danach kommen dann diese ganzen Unterstrich-Dinger. Und dann weiß man einfach als geübter Python-Programmierer, oh, darauf soll ich zugreifen können. Das hat derjenige, der dieses Modul geschrieben hat, so vorgesehen. Und diese Dinger hier, da kann ich zwar darauf zugreifen, theoretisch, aber eigentlich brauche ich das nicht, denn die werden nur benutzt, um innerhalb des Moduls irgendwas zu tun. Das ist so die Idee dabei, ne? Und ja, so kann man das ganz gut sortieren, auf welche Funktion sollte man zugreifen. Okay, jetzt passiert hier natürlich im Moment noch relativ wenig. Und das Erste, was hier passieren sollte, ist, dass wir sogenannte Pseudozüge generieren. Jetzt kratzt man sich am Kopf und sagt, was sind denn jetzt Pseudozüge? Pseudozüge sind alle Züge, die aus einer Position her möglich sind. Beispiel, eben zum Beispiel, alle diese Züge sind aus einer Position her möglich. Und die werden erstmal generiert in einer Liste. Und warum heißen die dann Pseudozüge? Ja, es kann sein, dass bei der Ausführung dieses Zuges, zum Beispiel, wenn das Pferd hier hinzieht, dann Weiß im Schach steht. Ich meine, bei dieser Position jetzt hier nicht, ne? Weil hier ist ja so noch nicht mal ein weißer König drauf. Aber im wahren Leben könnte es sein, dass durch das Ziehen dieser Figur der weiße König ins Schach gerät. Und jetzt gibt es ja die schöne Regel beim Schach. Weiß am Zug darf sich selbst nicht ins Schach setzen. Das heißt also, der Zug wäre ungültig. Obwohl er eigentlich von der Bewegung her, ne, alles völlig in Ordnung ist. Und wir haben auch geschaut, ob das Feld frei ist und so weiter und so fort. Aber ob man im Schach ist danach oder nicht, das ist eine eigene Prüfung. Die macht man dann erst später. Und die Logik ist dann, dass man erstmal alle Züge generiert, völlig egal, ob man im Schach steht oder nicht. Und dann geht man diese einzelnen Züge nochmal durch und probiert aus, ob man nach der Ausführung dieses Zuges im Schach steht. Und wenn ja, dann fliegt dieser Zug aus der Zugliste raus. Und dann wird aus der Pseudo-Zugliste eine Liste der gültigen Züge. Und genau das machen wir hier auch in der Programmierung, indem wir halt sagen, das hier ist unsere Liste der gültigen Züge. Aber als erstes definiere ich erstmal Pseudo-Züge. Und Pseudo ist auch wieder eine Liste von Zügen, die ich bekomme, wenn ich die private Funktion aufrufe. Pseudo-Zuggenerator.
Und auch dieser Pseudo-Zuggenerator muss wissen, ja, für welche Seite soll ich das denn ermitteln und auf der Basis welcher Position soll ich das denn ermitteln. Und damit fangen wir jetzt auch an und sagen, okay, diesen Pseudo-Zuggenerator, der nur innerhalb dieser Methode benutzt wird, den programmieren wir jetzt. So, und auch der enthält natürlich eine Liste oder der verwaltet eine Liste der Pseudo-Züge und die ist am Anfang erstmal leer. Genauso wie oben bei Zuggenerator die Liste der gültigen Züge erstmal leer ist. Und dann sagen wir Folgendes: Wir gehen jetzt jede Position in unserer variablen Position durch. Und in unserer variablen Position, die wir hier übergeben haben, steht einerseits die Koordinate, auf der die Figur steht, und es stehen nur Figuren in unserer Position drin. Leere Felder stehen da nicht drin. Und diese Koordinate nenne ich jetzt mal von. Das ist das Ausgangsfeld, von dem man auszieht. Und das Zielfeld ist dann das Zufeld, zu dem man hinzieht. Aber erstmal holen wir uns das von-Feld aus der Position und dann holen wir uns die Figur, die dort steht. Und da bekommen wir eben dieses Buchstabenkürzel zurück. Kleines R, großes R und dann wissen wir, ob es ein schwarzer Turm ist oder ob es ein weißer Turm ist. Immer wenn es groß ist, ist es ein weißer Turm. Immer wenn es schwarz ist, ist es ein kleiner Turm. Also ein kleines R. For config in position items. Denn ich möchte ja Key und Value haben. Von und fig sind dann ja, von ist der Key, das ist der Value und über Items bekomme ich dann beide Werte. Und okay, dann haben wir jetzt irgendwas hier jetzt drin stehen. Und das Erste, was wir prüfen, ist, ich soll jetzt für weiß die Züge generieren. Was ist, wenn ich jetzt hier eine schwarze Figur bekommen habe und in Fig steht eine schwarze Figur drin? Dann sage ich, die will ich überspringen. Ich will gleich die nächste Figur mir aus der Position schnappen, denn die schwarzen Figuren interessieren mich ja gar nicht, wenn ich für weiß Züge generieren soll. Und das macht man, indem man halt sagt, okay, wir prüfen jetzt einfach mal, ob die Figur oder der Buchstabe, der unter Figur abgespeichert ist, ob der groß geschrieben ist. Wenn dieser Buchstabe groß geschrieben ist, dann kriegen wir hier ein True zurück. Und wenn dieses True ungleich dem Wert ist, der unter weiß gespeichert ist, dann können wir uns gleich die nächste Figur schnappen. Beispiel, wir wollen für weiß, das heißt weiß steht auf True, Züge generieren. Und wir bekommen hier zurück, die Figur ist eine schwarze Figur. Dann bekommen wir hier Fig is upper, ein False zurück. False ist ungleich True, das unter Weiß steht. Und dann wissen wir, oh, wir haben hier gerade eine schwarze Figur. Ja, dann können wir gleich uns die nächste Figur nehmen. Wenn die aber beide gleich sind, also sprich, ich habe hier eine groß geschriebene Figur bekommen, dann ist das hier True. Und das Weiß steht ja auch auf True. Und wenn das der Fall ist, dann geht er in die nächste Zeile und sagt, oh, ich habe eine weiße Figur, ich soll für weiß Züge generieren. Wunderbar, ich mache also hier an dieser Stelle weiter. Und das nächste, was wir dann machen, ist, ich habe ja die Bauern ausgeschlossen im Moment. Um die Bauern kümmere ich mich noch nicht. Die sind aber natürlich in dieser Position irgendwo gespeichert. Und dann kann es mir passieren, dass ich jetzt hier auf den Bauern treffe. Also prüfe ich jetzt hier ab, if fig in. Das kann ja ein kleiner oder ein großer Bauer sein, also ein schwarzer oder ein weißer Bauer. Und der englische Begriff ist dann wieder Pawn, also P für Pawn. Und wenn das der Fall ist, dann sage ich hier auch, okay, als Ergänzung, hier kommt dann später Zugermittlung für Bauern. Und bis dahin sagen wir, nee, sagen wir sogar Continue. Geh einfach in die nächste, hol die nächste Figur, weil im Moment ignorieren wir einfach die Bauern. Weil, wie gesagt, die Bauern so viele Sonderregeln haben, das ist dann ein eigenes Kapitel wert. Anders kann man das nicht nennen. So, und dann sagen wir, wunderbar, wir wissen jetzt also, wir haben eine weiße Figur gefunden und es ist kein Bauer.
Prima. Dann sind wir hier an dieser Stelle auf der Zeile 22, sonst kommen wir da gar nicht hin. Und dann sagen wir, okay, jetzt geht's los. Jetzt holen wir uns mal diese Bewegungen, die diese Figur machen kann. Und das sind die Richtungen, in die diese Figur gehen kann. Also sagen wir, Richtungen ist nichts anderes als das, was wir bekommen, wenn wir auf unseren schönen Moves-Katalog, unser Moves-Directory zugreifen. Und zwar dort auf das, was unter der Figur gespeichert ist. Das ist unser Figurenkürzel. Und wenn man sich jetzt nochmal die Struktur anschaut, dann würde ich sagen, okay, ich habe jetzt meinetwegen ein R zurückbekommen. Übrigens auch ein großes R, weil ich ja weiße Figuren gerade abprüfe. Und dann würde ich eben hier auf diese Liste zugreifen. Diese Liste enthält aber an der ersten Position mit dem Index 0 die Anzahl der Felder und an der zweiten Position bis zum Ende, also sprich Indexposition 1 bis zum Ende, diese dann vier Richtungen von horizontal, vertikal. Und ich möchte nur auf die Richtung zugreifen. Das heißt, ich kann nicht auf alles hier zugreifen, sondern ich würde sagen, ab Indexposition 1 aufwärts, hol dir mal alles, was da drin ist. Das sind alle Richtungen. Und hier haben wir nochmal eine Besonderheit. Ich habe ja eben gerade gesagt, ich habe ein großes R zurückbekommen, ne? Weil ich ja eine weiße Figur abfrage. Hier in unserem Dictionary habe ich aber nur kleine Buchstaben hinterlegt, weil ich sage, es ist völlig egal, ob es ein kleiner oder ein großer Buchstabe ist, denn der schwarze Turm und der weiße Turm, die ziehen völlig identisch. Deswegen muss ich das nicht unterscheiden. Deswegen mache ich jetzt hier nochmal Folgendes. Immer dann, wenn ich hier unten angekommen bin, definiere ich mir jetzt nochmal eine F-Variable und sie sagt, ich nehme diesen Buchstaben, der unter Figur gespeichert ist, und wandle den in einen kleinen Buchstaben um. Und dann greife ich auf dieses F zu, damit er wirklich dann auch in dem Dictionary diese Richtung findet. Und das Zweite ist, ich habe einen Multiplikator, das heißt also, wie weit darf denn diese Figur ziehen? Darf sie nur ein Feld ziehen oder darf sie maximal sieben Felder ziehen? Das nenne ich mal Multiplikator. Und das ist nichts anderes als dieses Moves, aber diesmal den Index 0. Und dann kriege ich nämlich diese sieben zurück bei dem Turm. Und dann habe ich meine Richtung und meinen Multiplikator und dann sage ich, okay, und jetzt gehe ich jede einzelne Richtung durch. Und dabei sage ich, ich habe ja so eine Art Delta für die Spalte, eine Relativposition der Spalte und eine Relativposition der Zeile, Delta-Zeile, die ich bekomme, wenn ich durch diese Richtung gehe. Ups, nicht Richtungen als Methode, sondern einfach nur durch Richtung Variable. Denn ich bekomme ja jetzt hier immer diese Tupels, ne? Also ich kriege, das wäre eine Richtung und die löse ich sofort auf und sage, ich schnappe mir die 0 und ordne sie dem Delta Spalte zu und schnappe mir die minus 1 und ordne sie dem Delta der Zeile zu. Und dann habe ich hier in DS eine 0 und in DZ eine minus 1 stehen. Fein. Und das Zweite, was ich mache, ich gehe jetzt diesen Multiplikator durch, denn das muss ich ja, ich muss ja in diese Richtung maximal siebenmal gehen, ne? Also sage ich, okay, vor m, das ist dann quasi der jeweilige Multiplikator. Wir fangen immer mit 1 als Multiplikator an. Vor n, m in Range. Und wie gesagt, wir fangen bei 1 an. Bis zu Multiplikator plus 1. Warum dieses plus 1? Weil ja bei Python es so ist, dass eben das von und das bis bei Range, das bis ist immer exklusive. Beispiel, ich hätte jetzt vielleicht einen König hier und beim König steht hier eine 1. Und dann würde hier drin stehen, in Python gedacht, nimm den Range von 1 bis 1 exklusive. Oder anders ausgedrückt, das bis ist nicht mehr mit dabei, sondern das ist dann bis maximal einschließlich 0. Und dann steht hier von 1 bis 0. Und das würde bedeuten, dass diese Schleife niemals ausgeführt wird. Wenn hier aber der König eben als Multiplikator eine 1 zurückgibt und ich sage dann Multiplikator plus 1, dann steht hier 1 bis 2. 2 ist exklusiv, also bis maximal 1. Und dann würde Python sagen von 1 bis 1, oh, die Schleife wird einmal durchgeführt. Das ist genau das, was ich auch haben will. Okay.
Und jetzt die Frage, wie kriege ich denn jetzt diese neue Position raus, dieses zu? Ich möchte ja das Zielfeld eigentlich ermitteln. Wohin kann denn diese Figur springen? Und dann sage ich, okay, das zu ist nichts anderes als das von. Und zwar, das ist ja auch wieder ein Tupel und in dem Index 0 steht dann die Spalte drin. Also die Spalte von wird um das Delta der Spalte erhöht. Und dieses Delta wird multipliziert mit dem m. Und dadurch erreiche ich es, dass eben dieser Richtungsvektor, der letztendlich in dieser DSDZ steht, für die Anzahl der Felder multipliziert wird und dann eben den neuen Wert für die Spalte von zu ergibt. Und jetzt brauche ich auch noch natürlich die Zeile von zu, von zu. Und die Zeile von zu ermittle ich, indem ich halt sage von. Und hier der zweite Wert mit Index 1, das ist dann die Zeile, plus das Delta der Zeile multipliziert mal das m. Und dann haben wir unser Zielfeld. So, und jetzt kann es passieren, dass wir bei dieser Berechnung das Pferd zum Beispiel, gehen wir mal hier hin, gehen wir mal dahin, gehen wir mal dahin. Jetzt kann es passieren, dass wir bei dieser Berechnung mit diesen ganzen DS- und DZ-Geschichten Werte bekommen, die außerhalb des Feldes sind. Also Beispiel, ich habe ja hier auch die Möglichkeit, das T nach rechts zu kippen. Und dann würde er nach rechts zwei Felder gehen und dann eins nach oben. Wenn er hier zwei Felder nach rechts geht und eins nach oben, befindet sich das Pferd außerhalb unseres Brettes. Und wie stelle ich jetzt sicher, dass wir keine ungültigen Koordinaten unter zu abgespeichert haben? Und da gibt es einen aufwendigen Weg, der heißt eben, oh, da muss ich immer prüfen, ob jetzt die Spalte größer als 7 ist, dann ist es nämlich ungültig, oder ob die Spalte kleiner als 0 ist, dann ist es auch ungültig, und ob die Zeile kleiner als 0 ist oder größer als 7 ist. Und das finde ich immer ein bisschen sehr umständlich. Es gibt einen viel einfacheren Weg, nämlich zu sagen, ich gucke einfach nach, ob das zu diese Koordinate in unserem Brett vorhanden ist. Und diese Variable Brett haben wir ja im ersten Teil angelegt, nämlich hier unter Teil 49, findet man hier dann die Definition dieses Bretts. Und dieses Brett enthält alle gültigen Koordinaten, Spalte, Zeile. Und wenn diese Koordinate, die wir gerade unter zu errechnet haben, nicht in diesem Brett drin ist, dann ist es automatisch eine ungültige Koordinate und dann können wir auch gleich sagen, ja, da brauchst du nicht hinzuspringen, das geht gar nicht. Also diesen Zug gibt es nicht, dorthin zu springen. Den kannst du gleich mal aussortieren. Das einzige Problem, was wir jetzt haben, ist, dass wir hier an dieser Stelle auf eine Variable zugreifen in unserem Modul, die an dieser Stelle definiert ist. Und das ändern wir jetzt. Wir holen die Definition dieser Variablen. Die löschen wir hier an dieser Stelle und schieben sie uns hier in unsere Definition unserer Modulvariablen. Und ach so, manche Sachen, warum habe ich das eigentlich alles groß geschrieben? Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Also in Python gibt es die Konvention immer dann, wenn es sich um sogenannte Konstanten handelt. Also Variablen, die sich über den gesamten Zeitverlauf des Programms nicht mehr ändern, dann schreibt man die Variablennamen komplett groß. Und bei diesen Dingern, die ich jetzt hier definiert habe, ist das so. Die ändern sich über den gesamten Programmablauf nicht mehr. Okay, dann haben wir hier unser Brett drin und dann kann ich auch damit auf dieses Brett zugreifen. Und wenn das zu in Brett ist, dann ist es eine gültige Variable, eine gültige Koordinate. Und wenn das zu nicht in Brett ist, und deswegen sage ich not in Brett, dann soll er hier abbrechen. Und zwar ist dann die Logik, wir sind mit unserem Multiplikator offensichtlich so weit gegangen, dass wir jetzt außerhalb des Brettes sind. Und dann brauchen wir mit diesem Multiplikator in diese Richtung nicht mehr weiterzulaufen. Deswegen brechen wir hier diese Vorschleife ab und holen uns die nächste Richtung. Und für das Pferd, da gibt es ja keinen Multiplikator, gibt es ja nur die 1, weil es immer nur ein mal diesen Richtungsvektor anwendet. Bei dem Pferd ist es dann eben so, okay, ich habe halt festgestellt, dass auch eben, selbst wenn der Multiplikator nur 1 ist, dieser Sprung außerhalb des Brettes landen würde, dann gucke ich mir die nächste Richtung an, in die das Pferd springen kann.
und so weiter und so fort, bis ich alle Richtungen des Pferdes durchprobiert habe und dann hoffentlich auch mal irgendwann eine gültige Zugkoordinate gefunden habe. Aber das ist eine dann sehr einfache Möglichkeit zu testen, ist denn diese Zugkoordinate überhaupt gültig? So, und jetzt kommt das nächste Thema. Und dann sagen wir, ja, jetzt müssen wir aber, das ist ja schön, dass das Zug überhaupt auf dem Brett ist. Aber wenn auf diesem Zielfeld, was ich gerade unter Zug habe, eine andere weiße Figur steht, dann darfst du da nicht hinspringen. Weil das blockt ja diese Figur. Und das prüfen wir jetzt hier ab und sagen, if zu in Position, also dieses zu muss ja nicht unbedingt in unserer variablen Position enthalten sein, weil ja die Position nur Felder enthält, die Figuren enthalten. Leere Felder tauchen in Position gar nicht auf. Aber wir sagen jetzt erstmal if zu in Position. Das heißt, da steht eine Figur. Also das Zielfeld ist auf jeden Fall mit einer Figur ausgestattet. Und jetzt müssen wir bloß nochmal prüfen, ob denn diese Figur auch eine weiße Figur ist. Und dann sagen wir und Position von diesem zu ist aber. Also ist der Buchstabe, der unter Position zu gespeichert ist, das Buchstabenkürzel für die Figur, ist das ein Großbuchstabe. Und wenn dieser Großbuchstabe wieder identisch ist mit unserem Weiß, dann wissen wir, nee, da kannst du nicht hinziehen. Und übrigens müssen wir dann auch nicht mehr in diese Richtung weitersuchen, denn diese weiße Figur blockt in diese Richtung das weitere Suchen, über die Multiplikatoren. Und dann sagen wir hier auch Break. Und suchen uns die nächste Richtung, ne? Und gehen dann mit der nächsten Richtung weiter. Und jetzt gibt es noch die Variante, ein bisschen kopiere ich mir das hier mal, wenn das zu in der Position ist und Position ist upper ist ungleich weiß. Ups. Dann wissen wir, oh, da steht eine Figur, aber die ist schwarz. Und wenn das der Fall ist, sagen wir, cool. Wenn da eine schwarze Figur steht, dann schlage ich die. Ne? Also das ist ja prima. Und dann sagen wir das erste Mal, okay, wir generieren uns jetzt hier einen Pseudozug. Und sagen, unser Pseudo, das ist ja unsere Liste der Pseudozüge, wird erweitert. Da wird also neuer Zug angehängt. Und das Ganze als Tupel. Und ich speichere mir in jedem Zug folgende Informationen ab. Die heißen erstmal, welche Figur hat denn gezogen? Von welchem Feld hat sie gezogen? Zu welchem Feld hat sie gezogen? Welche Figur wurde denn auf dem Zielfeld geschlagen? Und das, die kriege ich raus, indem ich halt hier Position zu abfrage. Und dann kriege ich hier so ein Figurenkürzel und weiß, welche Figur denn da geschlagen wurde. Und mehr an Informationen speichern wir hier erstmal nicht. Später kommen dann noch mal ein paar weitere Informationen dazu, aber das lassen wir jetzt mal sein. Und dann sagen wir, okay, aber wenn du als Figur, und jetzt mal wieder ein anderes Beispiel, nehmen wir mal nochmal den Turm, glaube ich, das war ganz gut. Nehmen wir mal an, wir sind jetzt hier in dieser Konstellation, hier steht eine schwarze Figur. Und ich habe mich jetzt über den Multiplikator bis hierhin vorgerobbt und sage, oh cool, hier ist eine Figur, die ich schlagen kann. Dann ist auch klar, dass ich danach nicht nochmal in diese Richtung weiterschauen muss. Also nachdem ich geschlagen habe, gucke ich nicht nochmal auf dieses Feld, ob ich dahin ziehen kann, weil quasi der Schlagzug immer das Ende, das die maximale Reichweite der Figur darstellt. Und wie gesagt, wenn da eine weiße Figur steht, dann kann er da sowieso nicht hinziehen, sondern kann er eben nur auf das freie Feld davor hinziehen. Das haben wir vorher schon abgeklärt. Also müssen wir hier auch sagen, okay, wenn das hier passiert und ich schlage hier eine Figur, dann danach Break. Das Break heißt immer, schaue nicht mehr in diese Richtung weiter. Und dann gibt es nur noch einen einzigen Fall, nämlich dann das Else. Immer dann, wenn die zu, diese Koordinate zu, gar nicht in Position vorhanden ist. Wenn das der Fall ist, dann kannst du auch wieder einen Zug generieren. Und dieser Zug schlägt aber keine Figur, denn ansonsten wäre ja zu in Position vorhanden und wir wären hier im oberen Ast gewesen. Also können wir hier sagen,
der Wert für die geschlagene Figur wird auf false gesetzt, wird nämlich gar keine Figur geschlagen. Und wenn da ein leeres Feld ist, dann musst du auch nicht jetzt hier abbrechen mit der Suche in diese Richtung, denn dann gilt eben genau diese Logik hier. Wir sind jetzt quasi hier und haben hier ein leeres Feld gefunden und würden jetzt diesen Zug von zu abspeichern. Und dann schauen wir weiter in diese Richtung, in dieselbe Richtung und sagen, von zu wird abgespeichert. Und dann schauen wir weiter in diese Richtung, von zu wird abgespeichert, weiter in diese Richtung, von zu wird abgespeichert. Und hier schlagen wir die Figur und brechen diese Richtungssuche ab. Und das ist alles hier jetzt quasi mit diesen paar Zeilen programmiert. Und das war's. Das ist der komplette Pseudo-Zug-Generator. Und alles, was wir dann noch machen müssen, ist diesen Zuggenerator oder diese Züge, die wir uns dann gespeichert haben in der Liste Pseudo, die müssen wir dann nochmal zurückgeben. Und wenn wir die zurückgeben, dann kriegt unser Zuggenerator, das ist ja die Funktion, die wir aufrufen, das hier ist ja nur eine interne, die wird quasi intern aufgerufen. Da müssen wir, wenn wir von hier aus schauen, gar nichts drüber wissen. Die bekommt jetzt hier eine Liste der Pseudo-Züge und das war jetzt falsch, ich mache das hier mal als Kommentar, aber damit wir überhaupt was zurückbekommen, denn unsere Zugliste ist ja im Moment noch leer, sage ich jetzt hier mal zu Demonstrationszwecken, übergibt doch als Ergebnis die Pseudo-Züge. Und dann bekommen wir hier, ups, Pseudo ist auch nicht schlecht, Pseudo. Und dann bekommen wir hier an dieser Stelle, wenn wir sagen Züge gleich Zug Gen, Zuggenerator weiß Position, bekommen wir unsere Züge zurück und das machen wir mal in Print. Ups, Print Züge und führen das mal aus. Und dann sehen wir hier, das Pseudo ist not defined. Und da habe ich bestimmt irgendeinen Tippfehler gehabt. Springen wir da mal hin. Ich habe zweimal Pseudo geschrieben. Ist ja auch nicht schlecht. Pseudo gleich. Habe ich das eigentlich da auch noch? Ne, hier habe ich es schon wieder richtig geschrieben. Und da auch. Okay, gut, fein. Nochmal ausführen. Brett ist not defined. Ah, okay. Richtig, wir haben ja hier aus unserem Hauptprogramm das Brett rausgeschmissen als Definition. Und wir wollen mal das Brett zeichnen. Und um das Brett zu zeichnen, brauchen wir die Variable Brett. Und dieses Zeichne Brett findet immer hier 40 mal pro Sekunde hier statt. Hier wird das Brett gezeichnet auf dem Bildschirm für Pi, mit Pygame. Und dieses Brett, wie gesagt, das gibt es hier in diesem Programm gar nicht als Variable. Das gibt es aber in dem Modul Zuggen. Und alles, was ich machen muss, ist jetzt hier wieder Zuggen zu sagen. Punkt. Und jetzt werden wir wieder zwei öffentliche, einmal eine Methode oder eine Funktion angeboten und einmal eine Konstante angeboten. Und diese ganzen Unterstrichdinger, wie gesagt, die sind eben so sortiert, dass sie erstmal gar nicht auftauchen. Und ich brauche jetzt genau die hier, ne? Also das Brett. Ja, okay. Und wenn ich das so mache und jetzt nochmal ausführe, dann greift er auf diese Brettvariable zu. Und jetzt bekommen wir hier unser Schachbrett angezeigt, aber was viel interessanter ist, vielleicht ist jetzt hier unten diese Zugliste. Und die mache ich jetzt mal ein bisschen größer. Und da sieht man eben, wie die aufgebaut ist. Ne? Wir kriegen hier also eine Liste. Und diese Liste enthält als erstes ein Tupel. Und das hier ist ein Zug. Das hier wäre der zweite Zug, der möglich ist. Das ist der dritte Zug, der möglich ist. Und dieser eine Zug besteht dann aus folgenden Informationen. Nummer 1, welche Figur zieht? Ah, ein großes R zieht, also ein weißer Turm zieht. Da weiß auch tatsächlich dran ist, ist das auch richtig, dass wir jetzt hier für einen weißen Turm einen Zug generiert haben. Dann steht die Spalte Zeile des Von-Feldes und die Spalte Zeile des Bis-Feldes. Sieht eigentlich auch gut aus, weil in diesem Fall ist er offensichtlich nach oben um ein Feld gegangen. Und hier sieht man, dass er hier noch um ein weiteres Feld nach oben gegangen ist, also um zwei Felder nach oben gegangen ist. Und dieses False heißt, er hat keine Figur geschlagen. Und haben wir irgendwo mal einen Schlagzug?
Ja, der weiße Läufer müsste eigentlich einen Bauern schlagen können. Das heißt, wir müssen hier unter B irgendwo auch einen Schlagzug finden. Mal ein bisschen suchen. Da, wo ist der Bishop? Bishop. Where is the Bishop? Da ist der Bishop. Ah, genau, hier ist der Bishop. 7564 und nicht geschlagen. 7553 und ein schwarzer Bauer geschlagen. Also, das sieht eigentlich alles gut aus. Und das soll es für heute erstmal sein, dass wir erstmal nur die Pseudo-Züge generieren, ohne das ganze Thema, wir stehen im Schach, zu betrachten und ohne die Bauern zu betrachten. Und in der nächsten Folge kümmern wir uns um die Spezialität der Bauern mit all ihren Sonderregelungen, die es da so gibt. Und würden dann eben diese Besonderheit, wie zieht der Bauer, dann nochmal ergänzen und uns um auch das Thema Schach kümmern. Ja, und wenn euch das Ganze Spaß gemacht hat und ihr schon immer mal wissen wolltet, wie ein Schachprogramm wirklich funktioniert, dann solltet ihr beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es dann wieder heißt, Beautiful Code in Python. Bis denn. Ciao.